Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Channel, meine lieben Freunde. Wir begrüßen heute Comedian Bülent Ceylan, 25 Jahre Erfahrung. Ja, und heute der Talk mit dem einzig wahren Bülent und Bülent. kannst du dich sogar daran erinnern, bei unserer allerersten Show, da hatte ich Haare bis hier. Ja, wow. Dann kamst du rein. Und das war noch in diesem alten, da hatten wir so einen Sitz, so ein Podest. Ja, ja, und alles orientalisch. Und dann meintest du, herzlich willkommen zu Bülent und Bülent Show. Ja. Das hast du sogar damals gesagt, weiß ich noch. Das war aber damals. Wahnsinn. 25 Jahre, mein lieber Freund, du feierst dieses Jahr 25 Jahre Bühnenjubiläum. Das stimmt. Wenn man so zurückblickt, was empfindet, was fühlt man da eigentlich? Ja, du, das ist Dankbarkeit, dass ich alles so erleben durfte. Ich habe ja die harte Schule hinter mir. Ich habe ja, als ich angefangen habe, gab es ja nicht mal Facebook. Verstehst du? Das muss man mal vorstellen. Da, wenn du das heute den jungen Leuten sagst, wie, was, du bist so ein Dino-Tür? Ne, wirklich, das war so krass. Und jetzt bin ich, Social Media, klar, gehört dazu. Aber ich habe ja wirklich so rumgetingelt noch, so 10 Leute da, 20 Leute da. Auch in deiner, wo ich bei dir war, da waren damals nicht viele Leute. Da war ich, glaube ich, in Hamburg, da waren vielleicht 20, 30, 40 Leute oder so. Die habe ich immer noch. Ja, Campedo. Nee, guck mal, ich sehe dich jetzt hier bei den großen Boxkämpfen, moderierst du, wo ich denke, ey, Alter, da kriegst du nicht auf die Gosch aus Versehen, weil die zwei Typen, ich dachte immer so, ey, also, weißt du, die hauen so weh, du willst so verteidigen. Also es war schon, ich habe ja so eine Moderation gesehen, da bist du gar nicht... Du hast immer versucht zu moderieren, hast es super gemacht, du bist auch ruhig geblieben, aber die sind ja so teilweise auf Adrenalin. Ja, und also das machst du wirklich super. Und ich finde, guck mal, es hat sich auch bewährt. Du hast dein Ding so durchgezogen, ne? Hast dich auch nicht weiterentwickelt, aber weißt du, was ich meine? Nicht jetzt, dass du denkst, wie sah ich früher scheiße aus, sowas, nein. Aber ich meine im Sinne von, man macht was an sich, dies, das und geht mit der Zeit. Und bei mir ist ja auch so, ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei TikTok so präsent bin. Du weißt, ich bin hier bei Social Media. Ja. Seit Dezember bin ich ja wirklich bei TikTok. Habe ich gesehen. Ja. Wie kam das eigentlich, dass du dich mal dafür entschieden hast? Ja, die Geschichte erzähle ich auch auf der Bühne, weil das wirklich passiert ist. Ich bin, also erstens habe ich gedacht, ich muss was machen, ne? So Insta, mal Stories und so irgendwie. Und jetzt habe ich auch ein gutes Social Media Team und alles, die machen das super, motivieren mich auch dazu. Aber ich bin in Frankfurt, war das, seit TikTok bin ich ja seit Dezember, letzten Jahr, da bin ich aus dem Hotel raus und da kommt so ein junges Mädel, 19, 20, ne? So war die. Und dann sagt die wirklich so, ey, Bülent! Ne? Und ich so, wow, ist ja cool, ne? Wenn so eine 20-Jährige dich noch erkennt und so. Ne? Ich so, ja, und dann kommt der nächste Satz von ihr, meine Mama ist voll Fan von dir. Und ich so zu ihr, dann du nicht. Und dann sagt sie wirklich, wirklich ganz laut auf der Straße, ich dachte, du wärst tot. So, guck mal, da lachen sogar die Jungs hier. Nee, und da habe ich gemerkt, und das, wir beide sind ja so im gleichen Alter, da habe ich gemerkt, nee, jetzt bist du bei TikTok und jetzt lebe ich wieder bei ihr. Bei ihr lebe ich jetzt wieder. Jetzt bin ich bei TikTok. TikTok-Türk. Wir waren vor 2 Wochen auf einem Konzert von einem bekannten Hamburger Rapper. Ich habe so eine ähnliche Story selber erlebt. Da war auch so ein junges Mädel, die dann auf mich zugekommen ist und sagte, ey, Bedo! Freut man sich erstmal? Erstmal freut man sich. Ja, hi. Mein Vater kennt dich. Ja. Mein Vater, noch krasser. Oh. Mein Vater, der kannst du ja. Dann hat sie ihren Vater aufgezählt, ihren Onkel aufgezählt und den Großvater oder die Großmutter noch dazu. Also solange die nicht sagen, meine Oma kennt dich, aber wir nicht mehr, aber wir haben von der Oma erzählt bekommen, dass es dich gibt. So ungefähr. Ist es denn eine Bereicherung jetzt damit für dich, Social Media online zu sein? Ja, ich merke, dass... ich merke das so insgesamt, dass die Leute, auch natürlich auch viele junge Leute, also die wussten schon, dass es mich gibt, aber jetzt mehr präsenter. Die kriegen jetzt mehr die Gags noch mit und sagen mir, hey, ich habe das gesehen mit dem Gag. Und früher war das ja immer so, ey, ich habe dich im Fernsehen gesehen und da hast du die Nummer gebracht. Und jetzt sagen die, ey, der geile Gag da mit diesem Pass und dies und das und jenes. Dann merkst du, okay, Wir verarbeiten ja alles Material auch, ne? Wir machen auch neues Material, aber auch von früher noch haben wir da die Rechte gekriegt für die Live-Shows. Das ist natürlich super, dann hast du super Material, dann kannst du mir so 30, 40 Sekunden da so geile Schnipsel machen und die schneiden das gut, Social-Media-Team, die ist gut, machst du ja auch mit Schrift noch mittlerweile, ja. Ne? Kennst du?
Ich meine, warum sage ich das? Aber das ist Wahnsinn, was für eine Wirkung das hat, Social Media. Und man braucht aber alles gemeinsam. Man braucht diese Formate, auch jetzt ist ja auch Internet hier alles, Streaming und allem. Und dann natürlich Fernsehen auch noch, aber auch so, wenn du überall präsent bist, dann hilft es dir natürlich auch für die Tour, sind wir ganz ehrlich. Ist so. Ja. Ist so. Du musst dich auch vermarkten. Ja, und die Leute reden dann nicht so gern. Ja, ja, natürlich, wir wollen doch auch, sind wir ganz ehrlich, jede Künstler will doch auch, dass die Halle voll wird oder das Theater. Und wenn du dich nicht zeigst oder wenn du nicht sagst, hey, ich bin gerade unterwegs, dann sollen die Leute dann wissen. Ne? Und nicht nur das, ich glaube, man muss eine Sache, man muss einfach ehrlich sein und ich schätze deine Ehrlichkeit, ja. Am Ende des Tages werden wir beide älter. Und unser Zielpublikum wird ja mit uns alt. Ja, also unser erstes Publikum, ja, die Treuen. So, ja. Die sind dann irgendwann auch in unserem Alter, wenn nicht sogar älter. Haben Kinder. Richtig. Und dann denkst du, wie will ich die denn erreichen? Weil du willst ja vielleicht in 10 Jahren immer noch auf Tour sein und immer noch eine O2-Arena füllen. Die Hälfte ist aber schon verstorben. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Oh Gott, sehr hoffentlich. Ja, aber ist doch so. Ja, ja, ich weiß. Erstmal sehr, sehr böse. Nee, ja, ich weiß aber, was du meinst. Es ist ja auch so, guck mal, man merkt es ja jetzt schon, dass manche sagen, ja, ich würde gern kommen, aber wir finden keinen Babysitter oder irgendwie, ne? So, oder ja, wir müssen gucken, wo wir das Kind und so, ne? Und gut, bei mir kommen auch viele 8-, 9-Jährige und so weiter. Hi, servus. aber das ist geil hier, das ist so geil bei Beto, da kommen die Leute rein, raus, im Wohnzimmer, so schön. Ja, ist auch ein Wohnzimmer. Ja, ist auch ein Wohnzimmer, ne? Du, die Jungs übernachten hier schon. Ist doch super. Ja, ich habe den Untermietervertrag gegeben hier. Damit senke ich ein bisschen meine Kosten, weißt du? Sind alles Türken auch? So, sind auch alles Türken? Nee. Wir sind hier komplett. Ich habe einen Albaner dabei, ich habe gedacht, aus Sicherheitsgründen. Mein Albaner steht hinter der Kamera. Das ist auch Albaner? Ehrlich? Unser Filipino steht hinten links. Und der Kollege da hinten ist? Türke. Einer wenigstens. Aber Philippinen, ey, du bist auch Maschine für Philippinen. Mashallah. Wirklich. Eine Maschine für Philippinen. Nee, weil die sind. Das klang ein bisschen böse. Ist eigentlich auch ein bisschen rassistisch jetzt, ne? Nein, aber Maschine im. Nee, aber du bist. War ein Kompliment. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Wir reden viel natürlich über das, was du alles gemacht hast, werden immer so nebenbei weiterhin darüber reden. Aber es gibt halt so Social-Media-Dinger, ja. Es gibt so Sachen wie geht man viral? Yeah. Ja. Dann gibt es so provokante Fragen. Wir nennen das die Praktikantenfragen. Okay. Davon haben wir hier ein paar Stück drin. Ja, du ziehst so zwischendurch, und dann muss ich beantworten. Liest diese einfach vor und bitte True Word, Real Talk, einfach beantworten. Okay. Oh, jetzt habe ich 2 gezogen, warte. Oder soll ich 2 gleich? Ja, dann kannst du auch gleich 2 machen, weil schade. Okay. Ich weiß ja nicht, was da steht. Okay. Würdest du die Person, mit der du deinen ersten Kuss hattest, heute nochmal küssen? Nee. Also nee, Moment. Also hast du die geschrieben? Nee, sagen wir mal so. Dadurch, dass ich die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, ich kann es wirklich so sagen, und mit ihr auch wunderbare Kinder habe, und das schon seit vielen Jahren, würde ich das schon deswegen, weil das kann nicht besser sein. Weißt du, das wird nicht besser durch das. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt Single wäre, und das war ja meine erste Freundin, die war ja ein gutes Mädel. Also es war eine Liebesmädel, wir waren damals 2 Jahre zusammen, also erste Liebe. So. Dann würde man sich vielleicht dann, weiß ich nicht, ob man sich dann nochmal küsst. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ach Gott, das war so schlimm, nie mehr. So, das war es nicht. Okay. Ne? Also das muss man auch zum Schutz von meiner ersten Freundin auch sagen. Marie, so. Liebe Grüße. Ja, Marie, kennst du auch. Nein, so hieß sie aber nicht. Nein, weil ich weiß nicht, wie sie heißt. Nenne 5 Menschen, die du besonders heiß findest. Also Bedo. Oh. Maschine, Philippin, Türke, Albaner und der andere Albaner. Nee, also wenn ich besonders heiß finde, im Sinne von überhaupt, also ich mag, also meine Frau weiß es ja, die sagt, da zieht sie mich manchmal auf. Aber ich war schon immer so Beyoncé-Fan. ist eine schöne Frau, kann man nicht sagen. Immer noch alle. Ne? So, aber jetzt heiß im Sinne von. Ich mag, wenn man jetzt mal nicht von den bekannten Menschen hergeht, sondern überhaupt vom Typ Frau,
finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde eine Frau, wo ein bisschen was dran ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist doch, guck mal, wir sind doch die Osmanen, wir haben doch noch dieses, wo du so, waschallah, weißt du, so zupackst, weißt du, so, und wenn die zu dünn ist, das ist ja wirklich so, fällt die zusammen. Das ist, das kann, da musst du unter den Teppich kehren, irgendwas musst du dir einfallen lassen. Ein Türk hat immer einen Teppich. Aber weißt du, was ich meine? Du musst irgendwie was finden. Aber wir sind ja Männer. Ich weiß nicht, wie bei dir, ich seh dich ja genauso wie mich in der Hinsicht. Wir sind so Typen, so von der alten Schule. Die Frau liegt im Bett, unter der Decke, sie liegt so. Und wir springen so super türkmäßig ins Bett, aber verfehlen das Ziel und gehen in die Mitte. Weißt du, wo das Holz ist? Das sind wir. Das sind Bülents. Da kann man nicht. Aber weißt du, ich finde, ist bei dir auch so? Kann ich das mal zurückfragen? Hast du auch so, wo du sagst, eine Frau muss was haben? Also so, was heißt was haben? Haben muss sie was? Aber was muss sie? Nein, aber weißt du, was ich meine? Muss ich so ein bisschen? Darfst du reden? Oder bist du danach tot? Ist ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Nein, aber darf ich von meinem Recht Gebrauch machen, zu schweigen? Nein, keiner weiß das. Alles, was die sagen, wird gegen sie verwendet. Okay, alles klar. Okay. Nein, war nur Spaß. Aber ich meine, Frau muss doch irgendwie ein bisschen... Ja, definitiv, ja. Ne? Klar. Aber das Thema ist durch. Er wird sagen, diese Nummer machen wir nie wieder mit Fragen ziehen. Das ist ja das Gute an dieser Show, du kannst alles rausschneiden. Ja, stimmt. Jetzt fehlt mindestens 4 Minuten. Ja, nein, das ist genau. Du bist jetzt bald mit diesen 25 Jahren Erfahrung ja, wieder auf der Bühne und zwar mit einer neuen Show. Ja, aber noch bist du mit der aktuellen noch. Noch mit der aktuellen, aber nächstes Jahr mit neuen Show, Yalla Hopp. Yalla Hopp im Sinne von... Worauf dürfen wir uns da freuen? Dass es positiv... Also ich bin noch am Schreiben, also ich kann noch nicht so viel darüber so in der Hinsicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, habe ich mir überlegt, mit diesem Titel Yalla Hopp, bei uns sagt man ja Allah Hopp, los geht's. Eine. Ne? So Alle Hopp kennt man vielleicht auch hier. So. Und Yalla kennt man ja auch hier. Ne? Ja. Yalla. Ist schon eingedeutscht. Genau. Und Yalla Hopp im Sinne von nach vorwärts gucken. Guck mal, wir haben jetzt Corona... gehabt, dann habe es auch selber gehabt, aber wir haben auch ne, diese Zeit, dann, wo einfach scheiße war, muss man einfach sagen, auch für die Kinder, für alle und dann Krieg da, dies, das und ich habe gedacht, ich muss einen Titel finden, auch der so nach vorne geht, wo die Leute auch mal wieder, du kannst deine Kinder doch nicht so erziehen, so ach, weißt du, alles so schlecht, alles so schlimm, es ist ja wirklich auch so manchmal in Deutschland auch so, und auch überhaupt in Europa manchmal diese Mentalität und so, ach Gott, jetzt dann liest du wieder Nachrichten, dann gehst du mit. Und die Kinder kommen ja auch schon zu dir, schon so, oh Papa, der Krieg, dies, das, das ist ja nicht gut. Das ist ja für Kinder ist das nicht gut. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen nach vorne, ein bisschen auch mal, nicht das verdrängen im Sinne von, es gibt's nicht, nee, ist schon da, auch Klima, dies und das, aber muss auch mal ein bisschen nach vorne blicken, ein bisschen positiver. Ich meine, guck mal, was haben denn, meine Mutter ist 1942 geboren, im Krieg. Wenn sie das, ihre Schwester war 9 Jahre älter, sie hat alles mit. Das ist die auch nicht immer so, oh, alles so. Das war ja noch schlimmer, wenn du so, ja, wenn du im Krieg noch auf. Und trotzdem musst du ja positiv irgendwie die Kinder da durchkriegen. Und so ist es, guck mal, uns geht es ja hier noch echt gut. Ja, das vergessen wir. Auf hohem Niveau, ja, genau. Ja, ja. So. Die Menschen vergessen das manchmal. Die haben so, ach Gott, schönes Wetter. Ach, wann regnet es hoffentlich wieder? Weißt du so, regnet es, ach, wann kommt so schönes Wetter? Also, du ist immer irgendwas. Und wir müssen einfach mal wieder so ein bisschen nach vorne blicken. Deswegen Yalla Hopp. Yalla Hopp. Aber gibt es auch Musik? Ich mache ja auch Musik. Ja. Und mache auch gerade im Moment aktuell auch ein Rockalbum auch. Ein deutsches Rockalbum. Und ja, mit Universal haben wir ja einen Vertrag gemacht. Das ist natürlich diese riesen Plattenfirma und freue ich mich drauf. Also es sind so ein paar Sachen. Ich habe ja schon immer Musik gemacht, auch schon als ich das erste Mal bei dir war. Auch in deinem Film. Ja, auch da. Ja, auch da. Aber es hat sich so weiterentwickelt und ja, und durch Mars Singer damals, die Sendung, ne, auf ProSieben damals, darf ich sagen, egal. Darf ich sagen, ja. Piepen das nur aus. Ja. Ne, auf jeden Fall. So und so weiter. Das kannst du noch einbauen, so wie Stefan Raab damals. So, auf jeden Fall. Da war dieses, oh, ich liebe diese Bonbons, dann nehme ich später ein paar mit. Selbstverständlich. Ja, ich wollte es nur sagen. Ich habe noch 3 Tüten hinten. Nicht, als wäre der Türke klaut wieder. Nee, wo sind die Bonbons? Nein, aber es war, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, dass ich jetzt auch Musik mache und das, durch Mars Singer hat sich das so entwickelt. Ich bin ja da bis ins Finale gekommen als Engel. Und dann haben die Leute gesagt, hey, wir wussten gar nicht, dass du auch singst und so. Ey, kannst du nicht mal in deinem Live... Also ich habe schon immer gesungen, aber die Leute, ist doch hier so immer so.
Schubladendenken auch. So. Und wenn du als Komiker berühmt geworden bist, dann bleibst du ja erstmal der Comedian. Bis dann irgend so eine Sendung, das so switcht, weil du ja dich denn nicht als Komiker gesehen hast, sondern als Engel. Und haben die auf die Stimme gehört. Und seitdem bin ich jetzt auch Sänger für die Leute. Das ist so krass. Komiker, jetzt kommen ältere, jetzt weil wir von Alter gesprochen haben. Irgendwie hier war das, das war vor ein paar Jahren, in Hamburg Flughafen auch noch. Da kommt so ein über 70-Jähriger auf mich zu und sagt so, Sie sind doch der Sänger. Weißt du, du machst so viele Jahre Comedy, Sie sind doch Sänger. Und dann weißt du, was ich gesagt habe? Ja. Ich bin der Sänger. Ja, es klang so irgendwie gut, weißt du, so, ich bin der Komiker. Ja, der Sänger. Klingt ein bisschen anders. Nee, es ist komisch. So also dabei Jahren. Ist Comedy ein ganz, also das ist, ich finde, Menschen zum Lachen zu bringen, ist was wunderschönes. Es ist, guck mal, wir haben so wenig zu lachen manchmal. Und gerade in diesen letzten paar Jahren, guck mal, die jungen Menschen, es war doch scheiße für alle, muss man einfach mal so sagen. Du kommst so in deiner besten Zeit, mein Neffe, der ist so 20, ey, das ist, der holt das jetzt alles nach irgendwie, aber das war schon frustrierend. Also die waren teilweise in Depressionen sind die gelangt. Ne? Ich muss ja sagen, mein Team war immer gut drauf, nur seitdem die für mich arbeiten, ist die Laune irgendwie dahin. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ich habe gelesen, du hast deinen eigenen Wein herausgebracht. Ja. Und weißt du, was ich gehofft? Ich bin ja großer Weißwein-Fan. Ist ja ein Weißwein. Ja, ne? Ja. Ein Cuvée ist es eigentlich, ein Weißwein-Cuvée. Ja, das hat sich so ergeben. Dass nein, warum Gastgeschenk? Was für ein Tütchen? Ach so, Mashallah, stimmt. Nee, weißt du, warum ich mit dem Flugzeug gekommen? Darf keine große Flüssigkeit, wirklich kein Witz. Heide, Ödos. 100 Milliliter. Ich gebe dir meine Adresse, kannst du ja gerne sagen. Er ist sogar angehalten worden. Er hat so ein Deo. Deswegen geht es nicht so nach, geh nicht so nach ran, er hat kein Deo. Er wurde nur gehalten wegen, hier, weißt du, kennst du das so? Wie nennt man das so? Dings, Mustard? Nee, wie nennt man das? Ja, ja, ich weiß. Wenn man Leute herauspickt. Ja, stimmt. Und er sieht aggressiv aus. Er sieht ja durch den Bart und so. Die üblichen Verdächtigen. Ja, aber er ist sehr intelligent. Ich hab ihn aufgenommen. Der Nebensatz ist sehr interessant gerade. Ist aber sehr intelligent. Ja, jetzt haben sie zu mir immer gesagt. Ach so. Beim Zivildienst. Ich habe Zivildienst gemacht und da war so ein älterer Herr. Den habe ich auch da Sachen geliefert und dann sagt er, ruft er irgendjemanden an und dann sagt er, ja, hier, ich habe hier einen Türken, der mich betreut. Der ist Türke, ne? Aber intelligent. Aber, das werde ich nie vergessen. Und das habe ich dann irgendwann mal auch eingebaut. Das sind ja so Sachen, die man einbaut. Die man halt mitkriegt, ne? Das kannst du aber auch nur so machen, wenn du, wenn man sich gut kennt. Klar. Und wenn man unter Kanaken ist. Dann geht das. Auch Kanake ist ja immer so ein Wort, ne? Darfst du sagen, es gibt Türken, die regen sich auf, wenn du das aus Spaß so sagst. Es gibt aber die meisten, die sagen, es ist okay. Aber ein Deutscher sagt, oh, ich sag niemand zu mir, ich dürfte das nie sagen. Aber ich sage, nee, das darfst du sagen. Kommt drauf an, wo du bist. Das ist aber das Coole an dieser umgekehrten Psychologie. Ja, du musst einfach diese Worte, die so böse klingen, einfach aneignen. Ja. Und verstehst du, und selber zum Spielball machen. Genau. Ich sag dir auch mal Kanaken. Ja. Und juckt mir nicht. Aber du sagst, aber wir, ja, aber wir im Grunde genommen heißt der Kanake auf Deutsch Mensch. Richtig. Also wenn du so, ne? Ich habe immer nur gesagt, für mich ist es eher schlimm, wenn du in Stuttgart spielst und die sagen, es ist Kanakle. Es ist Kanakle. Also das heißt, guck mal, wir beide sind über 1,80 und wir sind stolz darauf. Verstehst du, was ich meine? Wir haben es geschafft. Und jetzt sagen sie, Kanakle ist schon krass, aber Kanakle. Also sie nehmen dir die Aggression sogar und sie verkleinern dich. Verstehst du? Und dann kannst du nur Arschlöcher sagen, aber das ist ja das Schlimme. Das ist halt die Schwarmregen, das Türkle, das Häusle. Und ich bin ja kein Schwabe und das verwechseln ja manche hier in Norddeutschland, die sagen, ah, das ist doch so schwäbisch oder hessisch. Sagen, nein, das ist kurpfälzisch. Das ist, muss man auch mal nochmal dazu sagen. Kurpfälzisch, ja. Weil Mannheim liegt in Baden-Württemberg, grenzt aber an Rheinland-Pfalz und an Hessen. Und das ist aber die Kurpfalz mit Heidelberg damals. Jäger aus Kurpfalz. Mhm. Kennst du vielleicht das Lied? Der Jäger aus Kurpfalz. Das sind noch Integrationslieder, die wir noch gelernt haben. Wahrscheinlich die junge Generation gar nicht mehr. Ich habe ja damals auch. Noch, kennst du noch das Lied? Das haben wir in der Schule, kein Witz, in der 5. Klasse gelernt. Im Chor. Im Gymnasium auch noch. Und zwar C-A-F-F-E-E. Kennst du das? Nee. Trinkt nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türken, trank. Nicht, da musst du mir so, nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei du kein Muselmann, der das nicht lassen kann. Das haben wir gesungen. Sei du kein Muselmann. Den Song kannte ich nicht. Den haben wir in der Schule. Ich schwöre, das haben wir, der Albaner verreckt gerade. Aber wir haben, ich schwöre, wirklich, wir haben das gesungen. Das habe ich damals meinem Vater gesagt. Sing nochmal bitte.
Es geht so. C-A-F-F-E-E trinkt nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank. Schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei du kein Muselmann, der das nicht lassen kann. Und dann musste man das im Chor und dann kamen die anderen angefangen. C-A-F, C-A-F. Und machst du danach den hier? Nee, also brutal, oder? Ja, das war damals in der fünften Klasse. Das habe ich damals meinem Vater dann vorgesungen, weil ich wusste, er war in der fünften Klasse. Ich war 10 Jahre, verstehst du? Ich dachte, ich habe mich schon. Aber hat einen Herzinfarkt bekommen. Und mein Vater, er wollte in die Schule gehen. Er wollte wirklich, und er sagte, das wurde dann auch verboten. Aber es war damals in der fünften Klasse. Kam bei uns nicht war, ja, aber in Hamburg war der vielleicht dann schon. Aber bei, schon bei uns in Mannheim hat man so. Das ist Katastrophe, wenn du heute drüber denkst. Auch dieses Betonen auch noch, sei du kein Muslim, der das nicht lassen kann. Er ist ja krank, rassistisch, ja klar. Du hast ihn noch nie gekürzt, oder? Immer dieselbe Länge, konstant. Ja, aber schon zwischendurch mal Spitzen schneiden, oder wie man das nennt. Und weniger sind die auch nicht geworden im Vergleich zu meinem Kopf. Aber wird auch ein bisschen dünner langsam jetzt. Echt? Ja, was heißt ich? Obwohl, ich habe ja Undercut, ne? Ich habe ja hier, wenn du siehst, das siehst du. Noch Undercut und hier noch ein bisschen dünner, aber oben, aber ja, aber... Willst du mal auffüllen? Wir fliegen in 2 Wochen nach Istanbul. Maschallah, wir gehen nach... Haare machen. Ja, machst du wirklich? Habe ich ja schon gemacht. Ach. Einmal ist schon gemacht. Ich hatte nichts mehr auf dem Kopf. Gar nichts mehr? Nee, war eine Fluglandebahn. Ach. Ja, war wirklich so. Ach so, super jetzt. Ja, aber ich will nochmal. Willst du mitkommen? Dann können wir bei dir vorne auffüllen. Vorne auffüllen. Bis nach vorne, bis du in den Augenbrauen. Machen manche, ne? Gibt sehr viele. Aber Leute, ich glaube, es ist verboten bis hierhin. Aber es sieht auch nicht gut verboten, aus. Verboten? Weiß ich gar nicht. Aber so sieht ohne scheiße Stirn. Scheiße aus, wenn man es machen würde. Wallah, der Yeti-Türk. Der Yeti-Türk. Der Yeti-Türk. Komm, vielleicht steht da noch was Provokatives. Ich habe da 2 Sachen drin. Mal gucken, vielleicht ziehst du die mal. Oder ich gucke und dann gebe ich dir die. Ja! Getürkt. Getürkt. Lies oder erzähl von der schlimmsten Chat-Nachricht, die du je erhalten hast. Boah, die schlimmste Chatnachricht. Also meinst du, was man auf Instagram und so... Kann überall sein, Chatnachricht, kann WhatsApp sein. Ja, also ich muss sagen, die schlimmste Chatnachricht ist so, wenn irgendwie ein Landsmann, also im Sinne von jetzt, von türkischer Seite jetzt... Mhm. Halber Landsmann. Ja, halber, genau. Aber wenn die dann irgendwie zu dir dich so beschimpfen, auch mit schlimmen Wörtern... Mhm. Wenn irgendwas ist, wenn du dich vielleicht eine politische Haltung hattest oder irgendwo, wo du sagst, sehe ich so und so oder wie auch immer. Und wenn die dann so abgehen, ich meine, du kennst das ja auch, unsere Landsleute haben natürlich... Schwierig. Ne, aber sehr schwierig. Ja, manchmal schon, weil ich denke, wir sollten doch eigentlich gerade in Deutschland, gerade wenn einer es irgendwie, was heißt, in die Öffentlichkeit geschafft hat oder wie auch immer, sollten wir uns doch eigentlich, oder auch in anderen Branchen erfolgreich ist oder so, sollten wir uns doch noch mehr unterstützen. Guck mal, wir sind doch, verstehst du, wir sind ja... Zwar schon viele hier, aber wir sollten aber stolz sein aufeinander. Wir sollten gerade hier stolz sein und nicht noch neidisch oder irgendwas anderes sein, weil es ist doch Quatsch. Wir sollen doch eigentlich, weil es ist doch geiler, wenn man sich gegenseitig hilft oder featured und so. Weil es gibt aber Leute, die verstehen manche Sachen dann falsch, verstehen nur die Hälfte. Und dann denke ich immer, schade, schade, das ärgert mich. Ich glaube, diese Hate-Sache oder diese Hate-Speech, die du dann abbekommen hast, du hast dich mal, glaube ich, ein bisschen kritisch zu dem türkischen Präsidenten geäußert, ne? Ja, vor Jahren habe ich nur gesagt, dass ich das nicht so alles toll finde. Jetzt komischerweise gibt es voll viele Erdogan-Anhänger auch, die sagen, ja, du hast recht gehabt. Ja, jetzt, was heißt jetzt? Aber das ist trotzdem nicht mein Urteil, ich lebe ja hier und man muss auch dazu sagen, eigentlich habe ich, was heißt kein Recht, aber man äußert sich so, weil man natürlich auch vom Vater noch geprägt war, der sehr links war und so. Aber im Grunde genommen, man sieht, ist ja nicht so, dass ich nur jetzt ihn zu gesehen habe. Oder ich mache mich ja über alle lustig. Ja, ich habe aber nicht so, weißt, ich habe jetzt keine Schimpfwörter benutzt wie der andere. Ja. Weißt du, ich habe das ja nicht... Man kann ja nur eine Meinung sagen. Ich finde, das sollte man können. Aber dann deswegen dann so beleidigt zu werden, teilweise die Beleidigungen waren schlimmer als Böhmermann gegenüber mir. Dann denke ich, hey, ich habe so eine Meinung gesagt, kannst du nicht dann auch konstruktiv dann sagen, hey, pass mal auf, Bülent, sehe ich nicht so, du hast da keine Ahnung. Sage ich, okay, habe ich vielleicht keine Ahnung. Ne? Aber ich kann ja auch mit Kritik leben, aber konstruktive Kritik. Und genauso habe ich auch damals über Angela Merkel, wir schaffen das oder so, oder die anderen, aber man macht sich über alle lustig. Also ist auch mein Job, ja, verstehst du? Ist ja auch mein Job, sich über gewisse Sachen lustig zu machen.
Ich glaube, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, ich kenne das ja selber. Also in der türkischen Community ist es sehr, sehr schwer, sich politisch zu äußern. Ja, ja. Das liegt aber zum größten Teil daran, dass viele unserer Menschen, sage ich jetzt mal unserer Landsleute, ja, mit türkischem Background, halt sehr emotional gebunden sind. Ja, du kannst gar nicht diskutieren, hast gar keine Chance. Ja. So, aber ich habe wenn du dann den Präsidenten kritisierst, guck mal, ich sage nicht beleidigen, kritisierst, ist es schon was wie Gotteslästerung. Oh, das krass. Ist das Problem. Oh, ja, ist so. Yeah. Ja, dann heißt, aber hast du nicht gesehen, der hat Autobahnen und Brücken gebaut. Ja, das ist auch sein Job. Ja. Der muss Autobahnen und Brücken bauen und für Infrastruktur. Aber das heißt ja nicht, dass er alles gut macht. Also in meinen Augen, ich meine, nenne mir einen Politiker. Ja. Einen, der alles gut macht. Nee, gibt's es nicht. Gibt keinen. Gibt's nicht. Und das Schlimme ist, so. Und ich sag auch ganz ehrlich, in Deutschland hat man oft so, ist so ein bisschen auch unsere Mentalität, immer zu, auf andere zu gucken und denen zu sagen, wie es manches geht. Und ich sage, man sollte erstmal auch in seinem, ne, es gibt ja das Sprichwort, vor der eigenen Haustür erstmal kehren oder sauber machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dann würde man mit ein bisschen mehr Demut, könnte man anderen Ländern unser Image, also als guck mal, jetzt rede ich als Deutscher wiederum, aber wir leben auch hier und ich bin ja auch hier gewohnt, ich habe auch deutsche Mama, aber würde das Image besser sein? Das hast du jetzt gemerkt in Katar, die haben sich über Deutschland sowas von lustig, also, ne, weil die auch noch, ne, und dieses alle, ja, aber warum, wieso, dann muss man ja konsequent sein als Deutscher, dann hätte man viele andere Länder boykottieren müssen, alle, konsequent sein müssen, weil jedes Land hat irgendwo Dreck am Stecken, irgendwo, also man müsste dann alles komplett durchziehen, das ist meine Meinung. Oder gar nicht hingehen. Ja, aber das so, ich auch nicht verstanden. Und das ist im Moment so, und die, das ist ja so, die Deutschen fragen sich, ja, warum sind wir denn so, kommen wir dann so rüber? Ja, das ist, wenn die Politiker sich über etwas stellen, ja, und denken, sie können jetzt über jedem Land sagen, wie es richtig geht. Auch die Amerikaner machen das. Die Amerikaner machen das genau, sie mischen sich auch überall ein. Aber darüber redet dann keiner, will auch keiner was sagen, weil dann sagt, oh nee, Amerikaner darfst du... Nee, das ist... ich weiß nicht, ob das Video... ob das gefaked ist oder nicht, aber da gibt es ein Video über Bush, ne? Über Junior. Und der ist jetzt auch schon 75 und da redet er genau. Und dann redet er über den Einmarsch eines Diktators, also er meinte Putin, und sagt aber in dem Moment nicht gegen Ukraine, sondern against Iraq. Aus Versehen. Ukraine. Ach so. Und er hat sich selber, ja, das war ja USA, und er hat aus Versehen, so, man nennt so freudsche Versprecher, so, also aus Versehen Irak gesagt. Also ich weiß nicht, ob das gefaked ist, aber wenn, ist es sehr gut gefaked. Aber es ist ja so, also er hat sich selber so, und dann hat er so sich gegriffen, sorry, ich bin ja 75, jetzt mehr raus. Aber da merkst du auf einmal, aber dann lachen die Leute noch so und sagen, ja, ach ja, das ist, Was würdest du denn anders machen, wenn du die Möglichkeiten, die Macht hättest? Ich kann es dir, deswegen sage ich ja, ich habe zwar meine Meinung in gewisser Hinsicht, aber auf der anderen Seite sage ich, du weißt nicht, was da alles dahinter steckt, was für eine Lobby dahinter steckt, was für Wirtschaftsposten, die Druck machen dem anderen Politiker, warum gewisse Sachen nicht durchgesetzt sind. Ich sage dir ganz ehrlich, auch in der Corona-Zeit, ich möchte kein Politiker sein. Weil da musst jetzt, du bist jetzt Politiker, du musst eine Entscheidung treffen. Weißt du, alle sagen, ah, die Politiker, aber dann mach's auch mal besser, versuch's doch mal zu machen. Es ist, du machst, egal wie du es machst, du hast immer Kritiker, du wirst immer so. Und die Elefantenhaut brauchst du auch als Politiker. Und wenn du aber alles so mies machst, wenn du die ganze Politik immer mies machst, dann kommen keine Jungen nach. Oder nur die Idioten kommen hoch. So, und dann, weißt du, man muss halt immer so, man muss sich selber auch mal an die Nase fassen. Ich bin lieber Komiker, ich sage immer, ich bin lieber Komiker, ich möchte ja geliebt werden. So. Aber Politiker ist schon so, also im Moment ist es ja eher so, wenn ich auf der Straße bin und die Leute erkennen dich oder mich, dann sagen, ey, war coole Sendung oder ich komme mal wieder. Oder es hat einfacher. Mir oder es sind sehr nett, viele kommen mir wirklich, Gott sei Dank, sage ich immer, sehr lieb entgegen. Weil sie sagen, ey, du hast auch deine Meinung, ist okay, aber du bist so wie du bist, authentisch. Und das ist ein schönes Kompliment. Aber wenn ein Politiker... Kann ein Politiker heutzutage so authentisch sein? Kann er alles sagen, was er denkt? Kann er? Nein, nee. Geht nicht. Und ist nicht möglich. Ist gar nicht möglich. Und es gab mal den Schmidt, Helmut Schmidt. Mhm. Den lieben sie immer noch, weil er so ein bisschen straighter war und weil er so ne. Aber diese Politiker vermisse ich so ein bisschen. So diese alte, Charaktere. Ja, so diese Charaktere, wo du sagst, oh, der
haut da jetzt einen raus, aber er sagt vielleicht selber, das war scheiße. Weißt du, so, das finde ich ganz gut, wenn einer mal selber sagen kann, er hat voll scheiße gebaut. Aber das darfst du so, darfst nicht reden. Wie? Apropos Scheiße bauen, ja. Hast du schon mal als, oder hattest du schon mal das Gefühl auf der Bühne, dass das, was du tust, nicht ankommt? Ja, klar. Ich meine, in 25 Jahren hast du schon so ein paar Sachen, dann hast du gedacht, oh Scheiße, der Witz kam nicht so gut. Aber dann machst du einfach weiter. Manchmal merken es die Leute auch gar nicht. Das ist ja auch interessant, ne? Das merken die nicht. Die lachen zwar an der Stelle nicht, aber die denken, die wissen jetzt nicht, ob das jetzt so gemeint, als Witz gemeint war oder nicht. Sondern du machst dann einfach weiter. Du merkst, oh, das hat nicht funktioniert. Chuck, weiterreden. Und was machst du, wenn du, das hattest du bestimmt auch mal, was machst du, wenn die Leute nicht reagieren? Weil das ist ja wichtig, ein Comedian ist ja davon abhängig. Dann sage ich, ich habe verkackt. Und dann lachen sie wieder, weil sie merken, ey, der hat verkackt. Ich habe einen Witz total falsch erzählt. Ich kann keinen Witz erzählen, sage ich, ne? Ich kann ja Geschichten erzählen, so witzige Geschichten vielleicht, aber oder Anekdoten oder so, ne? So, wo man Kopfkino hat. Aber so dieser typische Witz, kommt ein Mann zum, ne? Das ist nicht so mein Ding, das können andere besser. Und das habe ich mal so verkackt, da wollte ich, habe ich gesagt, komm, ich erzähle euch das. Dann habe ich die Pointe vorweggenommen. Ah, nee, warte. Und dann haben die aber trotzdem gelacht, weil ich schon so Scheiße erzählt habe. Weißt du, so, das ist natürlich, aber das gibt ja so Leute, die können das so gut. Jürgen von der Lippe zum Beispiel. Ja, stimmt. Der erzählt dir Witze, bam, 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 bam. Das kann der. Der kann das. Er kann auch normale Storys, aber der kann auch so Witze erzählen. Er ist so eine alte Schule noch. Und das macht er super. Der hat aber auch so eine ruhige Art und dann erzählt er diesen Witz so schön und du kriegst das auch mit. Bei mir, ich war so Witze erzählt. Letzte Frage und danach kommen wir auch zur Challenge. Ja. Da müssen wir gleich nochmal, muss auch nochmal ran. Gibt es eigentlich so von einem Comedian ein Lieblingspublikum? Gibt es sowas? Dass man sagt, keine Ahnung, in die Stadt, in diesen Ort, in dieses Bundesland fahre ich am liebsten oder so? Gibt es sowas? Es gibt Orte, wo natürlich, klar, jetzt in meiner Heimatstadt Mannheim hatte ich jetzt Heimspiele, da waren jetzt 10.000 Leute, das war mega. Die Stimmung war super und so, aber da hat man auch meistens auch so einen Druck, weil es in deiner eigenen Stadt ist. Du kennst vielleicht selber, oder du bist in deiner Home City. Aber ich bin eigentlich gerne überall. Ich war, wie gesagt, in Hamburg, ich war hier, da. Und die Leute sind super, also Gott sei Dank. Also da gibt es jetzt nicht. Aber wenn du sagst, das optimale super Publikum ist das, wenn es richtig rockt und wenn die Leute teilweise verrecken vor Lachen und du so ein bisschen auf der Welle reitest. Mhm. Du merkst, jetzt kannst du auch dann mal einfach... Dann ist jeder Witz geil. Du ja. Bist ja. Oder? Ist doch so. Wenn du diesen Flow hast, wenn du diesen Flow dann läuft hast, das Ding. Und das Schöne ist, du kannst dann auch mal versuchen zu improvisieren, ja, genau. Und kannst auch mal was wagen. Auch wenn es nicht so gut läuft vielleicht, aber du kannst mal einfach bei dem Publikum sagen, komm, ich probiere jetzt mal was Neues aus. Einfach eine neue Story, die habe ich so noch nicht erzählt, aber die erzähle ich jetzt mal und vielleicht kommt sie gut. Und dann merkst du, okay, hat funktioniert, baust du wieder ein. Aber das sind, oder wenn das Publikum was passiert, zum Beispiel letztens eine Frau auf Toilette gegangen, erste Reihe, und ich so, nee, nicht jetzt gerade jetzt, und dann bin ich mitgegangen, mit zur Toilette und habe die abgeholt von der Toilette. Und die 1000 Leute waren in der Halle und da gab es einen Riesenapplaus, hier ist sie, die Schifferin oder die Brunzerin oder wie auch immer. Und die Leute, war Wahnsinn, hat sie noch was geschenkt gekriegt, ne? Und die wird das nicht vergessen. Ja, definitiv nicht, die wird das nie wieder vergessen. Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Präsentierte Ihnen das Interview.